Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU-Software. Diesmal bei GNU-Funst. Warum User besser nicht an der Uhr drehen sollten und was in unserem Podcast noch so gedreht wird. Schaltet ein und findet's raus, wer oder was uns nach Chemnitz bringt. Plus Richards Antwort auf Marks Antwort auf Richards Aussage. Herzlich willkommen zu unserer vierten GNU-Funst-Show. Uns gibt es immer noch, da ist schon eine gewisse Konstanz drin. Genau, monatlich, wie alle großen Dinge, passieren die regelmäßig. Und da gibt es auch andere Dinge, die regelmäßig passieren, wie zum Beispiel die Linux-Tage. Der Linux-Tag in Berlin, der wird ja im Mai stattfinden. Und bis dahin gibt es aber noch was, wo man hin kann. Genau, in Chemnitz gibt es auch einen schönen Bahnhof, und wenn zwar wir da hinkommen, 16. und 17. März. 16. und 17. März sind die Chemnitzer Linux-Tage. Und das ist, glaube ich, so ziemlich die zweitgrößte Veranstaltung in Deutschland zum Thema freie Software. Aus Berlin wird ein Bus dahin fahren. Wir werden auch dort sein. Genau, und wir nehmen auch unsere Kamera mit, ein Mikrofon und schauen, wen wir da so erwischen. Genau. Oh, ich muss da mal ganz kurz ran. Holla, du hast dein Telefon aber laut gelassen. Ja, das ist kein Telefon, das ist ein Rechner mit Empathy. Und ich glaube, irgendwas will uns unser Techniker mitteilen. Das ist unser Techniker eindeutig, ja. Genau. Den habt ihr sonst noch nie gesehen, jetzt seht ihr ihn zum ersten Mal. Wir zeigen gerade Videotelefonie. Guckt mal, das geht einfach so. Ja, genau. Und unter Debian muss ich auch kaum was installieren, obwohl Freeze ist. Gut, GNOME Desktop macht es mir sehr einfach. Mhm. Und unser Techniker benutzt, glaube ich, auch GNOME. Deswegen hat das einfach so funktioniert. Aber es gibt ja noch so viele andere Dinge und so ein paar technische Details dazu. Wie funktioniert das eigentlich? Genau. Also warum funktioniert das so gut in unserem Netz? Warum funktioniert so super? Genau. Also was wir hier sehen, ist ein Protokollaufsatz auf Java, aufs Java-Protokoll oder XMPP. Der Aufsatz nennt sich Dringel und der regelt, wie Videotelefonie über Java verwendet werden kann. Das hängt allein am Client. Es gibt verschiedene Klienten, die das unterstützen. Hat nichts damit zu tun, wer euer Java-Anbieter ist. Das geht bei allen. Und Dringel spezifiziert, wie über XMPP ausgehandelt wird, wie so ein Videosignal übertragen wird. Dann findet noch ein NAT-Traversal statt über STUN und ICE. Das sind eigentlich typische NAT-Traversal-Protokolle. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze hinter so einem Home-Router und André jetzt zu Hause sitzt hinter so einem Home-Router, können wir trotzdem, ohne großartig was konfigurieren zu müssen an den Routern, direkt miteinander kommunizieren. Wenn wir im selben Netzwerk sind, dann ist ICE so schlau, tatsächlich uns nur über dieses im internen Netzwerk direkt miteinander kommunizieren zu lassen, und der Java-Server wird dadurch auch nicht belastet, das ist Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Genau, und um zu zeigen, dass es nicht nur von GNOME zu GNOME-Desktop funktioniert, sondern auch zu mobilen Geräten, rufe ich doch jetzt gleich mal den Paul an. Erstmal tschüss, Erik. Dankeschön, Erik. Genau, was ich habe, ist nämlich ein N900, das haben vielleicht verschiedene von euch, das ist dieses native Linux-Telefon. Da klingelt's. Und das bringt out of the box schon Unterstützung mit für, Da sieht ja auch mal den Unterschied, so mobile Kamera versus. Genau, das ist halt die Frontkamera, also das Gerät hat ja zwei Kameras. Da hat Nokia von sich aus schon einen XMPP-Klienten geliefert. Und es gibt auch für den Desktop noch einige. Genau, der benutzt das gleiche Backend, ne? LibPurple, für Windows, macOS und auch für Linux, und zwar Pidgin. Und den kann man dann halt auch in der Familie mal empfehlen, wenn man mit denen mal kommunizieren will über Video. Genau. Kein Grund, proprietäre Software zu verwenden. Das geht sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach tatsächlich. Wir waren selbst überrascht und haben schon viel damit rumgespielt, nicht? Genau. Unsere diesmalige Distribution des Monats ist GNU-Sense oder GNU-Sense. GNU-Sense, sucht's euch aus.
genau. Ubuntu-basiert, bisschen älter, hat natürlich dann noch einen GNOME 2 Desktop. Mhm. Ja, wird ausgeliefert für 86er und MIPS. Und MIPS wird von Richard Soman, also er hat Hardware mit MIPS-Prozessoren drin. Das ist nämlich die Distribution, die RMS selber benutzt. Und ja, er hat auf seinem Yilu Notebook, was halt 100%ig freie Hardware hat. Also wenn ihr an so ein Gerät mal rankommt, dann könnt ihr auch die 100%ig freie Distribution darauf laufen lassen. Ja, benutzt DPKG als Packet Manager, war halt irgendwie mal Ubuntu basiert, aber die letzte Version ist 2009 rausgekommen. Dazu muss man sagen, GnuSense ist weiterhin aktiv, wird entwickelt, also wird halt sehr langsam entwickelt, und DistroWatch hatte die auch eine Weile lang mal als schlafend oder dormant verzeichnet. Genau, und seit 2012 wieder als aktiv, September 2012, mhm, glaube ich, genau. Einen Release-Termin für eine neuere Version haben wir auf der Webseite jetzt nicht gefunden. Genau, aber zumindest Blog-Einträge, die alle paar Wochen dann mal stattfinden. Genau. So, wir haben euch jetzt die Screenshots gezeigt. Ist interessant, also GNUSense hört man halt häufiger. Und eigentlich könnt ihr das vielleicht mal detaillierter reviewen und uns dann irgendwie eine Videoantwort schicken oder so. Genau, wieso nicht? Wenn ich so eine Hardware in der Hand hätte, wie Judge Sormann, ich glaube, ich würde die definitiv mal laufen lassen. So, in der letzten Sendung haben wir ja Marvel vorgestellt als Software für Navigation auf dem Desktop. Und eigentlich macht Navigation viel mehr Sinn, wenn man es in der Hand hat, oder? Und wenn man unterwegs ist, und deswegen auch für Android, und zwar diesmal OSMEND oder OSM-End für Android. Tilde, wohlgemerkt, eine Tilde ist hinten noch dran. Es gibt da verschiedene Clients. Mhm. Genau. Und wir können zum Beispiel ganz einfach, eine Navigation ist ein häufiger Anwendungsfall, wenn man irgendwo hin will. Angenommen, wir wollen vom Busbahnhof zum TU-Gebäude in Chemnitz. Genau. Mhm. Da kann man dann einfach hier mehr suchen. Ich habe natürlich schon in den Favoriten, in dem Verlauf, schon auch für Lied die Adresse. Der hat Bookmarks. Schon, schön. Also automatisch. Man kann, glaube ich, auch, ja, habe ich jetzt, da habe ich keine gespeichert, aber hier das als Ziel wählen. Mhm. Viel zu tippen. Genau. Und dann kann man ihm sagen, dass er angenommen... Der kann die Karte drehen, da richtet er sich aus, je nachdem, wie rum man irgendwo langläuft oder so. Okay, wenn man einen Kompass hat natürlich. Wenn man einen guten Kompass im Handy hat, dann funktioniert das auch gut. Mhm. Angenommen, wir sind jetzt hier in irgendwie der Chopauer Straße irgendwo gestrandet. Oder Chemnitzer sagt jetzt bestimmt, dass du es falsch ausgesprochen hast oder so, ich weiß es nicht. Und dann lassen wir uns von hier die Route anzeigen. Okay, Auto, Fahrrad, mit per Fuß? Fahrrad? Mhm. Ja, per Fuß, oder? Per Fuß, wir sind ja dann zu Fuß in Chemnitz unterwegs, diesen Monat. Genau, dann berechnet er das, und das Schöne ist, wenn man mal wirklich abkommt, er zeigt immer noch einen schönen Pfeil, wenn man die Route nicht, wo man dann ungefähr hin muss, um wieder auf seine Route raufzukommen. Okay. Ah, genau. Schön. Gut. Also... Der benutzt die Live-OpenStreetMap-Karten oder hat er eigene Karten? Der hat die Möglichkeit, die Vektorkarten von OpenStreetMap zu cachen. Die muss man auch komplett vorher runterladen. Ich habe jetzt hier Berlin, Brandenburg, also man lädt und sich Sachsen die runtergeladen. Genau. Und dann kann er auch offline die Route berechnen. Deswegen dauert es vielleicht etwas länger, man braucht dann halt nicht unbedingt eine Verbindung zum Internet. Das ist schön. Das ist zum Beispiel anders als Marvel, genau. Deswegen sehen hier die Karten auch ein bisschen anders aus als in den typischen OpenStreetMap vorgerenderten Karten. Okay. Er sagt sogar hier, das sehen wir hier vielleicht auch auf dem Dings, wie lange man braucht, wie weit das weg ist. Geschätzte Zeit 17 Minuten zu Fuß von dem Weg da unten, von der Chopauer Straße da. Und ich finde alles im F-Droid. Das findet man im F-Droid, genau. Und da gibt es auch noch eine andere OSM-End-Applikation, aber die hat ein paar Funktionen weniger. Mhm. Und ja. Kartenmaterial kann ich über die Applikation selbst herunterladen. Genau, das kann ich auch mal gerne zeigen. Und zwar ist es unter den Einstellungen, und dann
Offline-Kartenmaterial. Und dann geht man hier oben hin zum Aktualisieren oder Herunterladen von neuen. Dazu muss man natürlich dann online sein, vorzugsweise im WLAN, wenn man nicht gerade... Wie viel Speicher braucht das so, die ganze Welt runterzuladen? Oder? Oh, da habe ich jetzt keine Schätzung, aber Sachsen waren ja zum Beispiel 81 Megabyte. Okay, schon ziemlich viel. Die Weltkarte als Basis ist natürlich auch gleich mit dabei, die wird wahrscheinlich nicht so hoch. Na klar, das sind nur Ländergrenzen dann und sowas, ja. Mhm. Genau, also schön auch sortiert. Da steht auch immer, wie viel das ist. Bayern zum Beispiel würde gleich fast 300 Megabyte verbrauchen. Runtergeladen wird in den internen Speicher auf die SD-Karte? Das müsste man mal gucken, ob man das einstellen kann. Modulmanager oder so? Hintergrunddienst, Positionslogging, ach, das ist ja hübsch, dass der noch mehr drauf hat als nur die Navigation. Gut, ich nehme an, wenn man nicht gerade wenig internen Speicher hat, dann kommt man vielleicht nicht in Verlegenheit, das ändern zu wollen, wo er denn die Karten abspeichert. Zugegebenermaßen, dieses Handy hat ehrlich gesagt ein kleines Problem mit dem internen Speicher und von daher bin ich ehrlich gesagt froh, dass es reicht wahrscheinlich. Okay, dass du jetzt die drei Bundesländer raufgekriegt hast und muss man dann vor der Reise also planen. Genau, ich habe die Musik halt auf die externe SD-Karte kopiert, damit der Rest wieder benutzbar ist. Lasst euch nicht entführen oder so, wenn ihr das in der Hand habt, dann dazu reicht es gerade nicht. Ja, wenn ihr das... Probiert es einfach aus, was es noch so kann. Es findet auch viele Point-of-Interest-Dinge. Man kann bei der Darstellung die schnell ein- und ausschalten, ob er die Route anzeigen soll, die Favoriten, die eigenen, ÖPNV, die Namen Haltestellen. Und die Haltestellen, ob er die anzeigen lassen. Das sind diese blauen Punkte, die man hier so sehen kann. Und dann, wenn man darauf klickt, zeigt er halt an, was dort alles so in der Nähe ist, sogar welche Nummern da fahren. Nummern von den Buslinien und den Straßenbahnen. In dem Fall ist das hier eine Straßenbahnhaltestelle. Genau. Auch wohin die fährt. Anfangs- und Endstation. Ja, die fährt zum Hauptbahnhof. Wo man wahrscheinlich eher mal ankommt, wenn man nach Chemnitz will. Ja. Je nachdem. Je nachdem. Jo, das soll nur ein kurzer Einblick gewesen sein in die Applikation. Probiert es aus. Versucht, ob es alltagstauglich ist. Ich werde es jedenfalls in Chemnitz dann wahrscheinlich das erste Mal ausprobieren. Vielleicht auch schon ein bisschen in Berlin, wenn ich es in der Zwischenzeit bis zum 16. März mal brauchen Wir kennen Chemnitz alle schon zu gut. Du wirst keine Gelegenheit dazu finden. Gut, meinst du, ich brauche nur dich als Navigationsgerät? Ja. Danke für den kurzen Einblick. Willkommen zu den GNUs. Heute starten wir mal wieder mit Enlightenment, aber diesmal mit dem Startschuss, und zwar von Enlightenment 18. Nach 6 Wochen hat sich da schon ein bisschen was getan. Sie haben sich also getraut, die Versionsnummer 17 wirklich, wirklich festzuklopfen. Das war keine Fehlmeldung letztes Mal. Genau, und das Enlightenment 18 ist jetzt quasi als 0. 17, 99 und so weiter und so fort. Genau. Auch bereits zum Download da. Genau, sie haben tatsächlich schon angefangen zu programmieren und sie haben gerade erst angefangen. Also viel ist noch nicht drin und ein Release-Termin steht auch noch nicht fest. Aber es geht halt deutlich weiter, nachdem E17 ja 12 Jahre auf dieser Versionsnummer rumhing. Ob sie wieder 12 Jahre brauchen werden? Vielleicht. Vielleicht sind aber auch jetzt alle so ein bisschen motivierter, ein bisschen mehr energischer und engagierter. Und zumal das Projekt auch wirklich größer geworden ist in der Zeit, ja. Genau. Ja. Apropos Desktops. Ein paar GNOME-Entwickler haben wohl sich Linux-Apps in den Kopf gesetzt. Und da frage ich mich, haben wir nicht schon 3 gute Paketmanager? Ja, diese Wahnsinnigen, die waren halt wahrscheinlich von was wir hier lesen, hat uns so ein bisschen an Android erinnert in einigen Fällen. Sie schlagen halt vor, selbst nochmal Applikationen oder Paketierung für Applikationen zu übernehmen und dann im User-Space so ein bisschen Apps zu installieren. Genau, die ganzen Bibliotheken, die man eh schon auf seinem System hat, die sind dann nochmal in den Paketen drin, in einzelnen Dateien, so eine Art Image. Dann soll das alles in der Sandbox
laufen, um es sicher zu machen. Muss man dazu sagen, das hat noch nicht laut einer trompetet oder so, sondern das war erstmal eine Idee, die bei einem Gnome Hackfest entstanden ist. Und ob das jetzt ernst gemeint war oder nicht, heiße Schreibzeit schon, ob das wirklich so sein muss, wissen wir nicht, weil ich zweifle noch sehr daran, dass das an den Distributoren vorbeikommt und dass das an mir vorbeikommt, ehrlich gesagt auch, weil ich werde so schnell, glaube ich, nicht in die Richtung gehen. Genau, was auch schon irgendwie in dem Forum zu sehen war, da können wir uns eigentlich nur noch anschließen. Wir haben jetzt irgendwie so 2-3 größere Paketsysteme zwischen verschiedenen Distributionen. Und mit dem 4. Paketsystem wird man die Situation nicht vereinheitlichen. Genau. Aber auch in der KDE-Front hat sich was getan. War was Erfreuliches. Und neues, schönes, schnelles, genau. Stabiles. KDE 4 war ja so die Feature-Sau, in der alles dazugekommen ist. Und in KDE 4.10 versucht das Projekt jetzt, die ganzen Sachen sauber zu klopfen und schnell zu machen. Und ein Feature hat mich schon gesehen. Genau, hat mich sehr an GNOME 3, an diese Applikationsmenüs erinnert. Darüber haben wir auch ganz viel geredet gerade. Also wir kennen das aus verschiedenen Webbrowsern, aus dem Chromium zum Beispiel, dass man oben nicht mehr das Menü Datei, Bearbeiten, Ansicht oder so hat, sondern nur noch einen Button irgendwo in der Ecke, wo dann das ganze Menü runterkommt, die Einstellungen. Und das hatten ein paar KDE-Applikationen schon mittlerweile reingebracht in ihre Interfaces. Und jetzt sind sie einen Schritt weiter gegangen und haben diesen zu vereinheitlichen. Genau. Und haben das nicht mehr auf Applikationsebene durchgeklopft, sondern sie haben diesen Button oben in die Fensterleiste gezogen. Und das wird dann in Zukunft wahrscheinlich so der Standard für alle Applikationen im Prinzip. Wenn man nicht anfängt, dort auch wieder Optionen zu verstecken, die man öfter braucht, dann ist es sicher eine gute Sache. Genau, das ist eigentlich so das neue Widget für die Menüleiste. Also wenn ich als Programmierer sage, ich will eine Menüleiste haben, dann habe ich jetzt nur noch einen Krümel da oben. Interessant, ist ein Trend. Das Schöne ist, man kann das wahrscheinlich so konfigurierbar wie KDE ist, global einstellen, ob man das überhaupt haben will oder nicht. Gut, dafür müssten wir KDE 4.10 ausprobieren. Dazu müssten wir es ausprobieren, um zu sagen, ob das tatsächlich so ist. Okay, gehen wir weiter. Es gibt auch was Neues von Richard Stallman. RMS. Er hat ein bisschen was über Ubuntu gesagt, Ubuntu Phone OS und dass man eigentlich den Ubuntu-Entwicklern oder der Firma, weiß ich wie auch immer, mal was erzählen wir über freie Software und was das eigentlich bedeutet. Es ist die Fortsetzung der Spyware-Diskussion, die wir schon in den letzten News hatten. Richard Stallman, es ist ein Video oder ein Video-Interview mit ihm und er beginnt damit anzuerkennen, dass halt viele Distributionen diesen Kompromiss fahren zwischen Freiheit und Bequemlichkeit und wir wissen schon lange, auf welcher Seite er dabei steht. Aber er meint, Ubuntu geht ihm dann eben doch ein bisschen zu weit und vor allem, und das ist das Problem, hat Ubuntu die Spyware-Features drin, also Suchanfragen an Amazon senden und so. Und er meint halt, okay, das ist mit Bequemlichkeit eigentlich nicht mehr zu begründen. Und was er sich wünscht, ist, dass freie Software nicht nur dafür steht, dass ich eine Applikation, die mir nicht gefällt, jederzeit forken kann. Denn er sagt eindeutig, das geht ja mit Ubuntu und das ist schon mal eine gute Sache. Aber er sagt, für ihn ist der philosophische Gedanke von freier Software geht noch ein bisschen weiter. Er möchte gerne, dass man in Zukunft behaupten kann, einem Benutzer gegenüber, okay, freie Software wird gar nicht versuchen, dich auszuspionieren, weil sie von Anfang an wissen, dass sie keine Chance haben. Und Canonical glaubt im Moment noch, dass sie eine Chance haben. Er sagt, wir müssen sie eines Besseren belehren. Genau, man versucht halt mit neuen Funktionen zu täuschen. Und auch mit Argumenten, ja, wir kriegen ja Geld von Amazon und mit dem können wir wieder neue freie Programme schreiben. Aber ist die Frage, was ist der Preis dafür, den man bezahlt? Und es gibt ja freie Distributionen, wir stellen ja auch jeden Monat eine vor. Genau. Aber für ihn soll freie Software an sich schon ein Label sein, was auch für Qualität spricht. Genau, und Ubuntu steht halt auch für eine der größten Distributionen und man möchte halt, gerade bei genau, man möchte halt, dass die ein gutes Vorzeige-Aushängeschild ist für freie Software. Ziehen wir weiter. Man sagt ja, Linux ist immer super sicher.
Es gibt natürlich auch andere Leute lachen und sagen, aha, das ist so sicher, wie du es machst. Ja, also es gibt ein Linux-Rootkit, der eine Bibliothek vom SSH-Dienst ersetzt. Genau, es gibt ja so Admins im Sicherheitsbereich, die sind so ein bisschen vorsichtiger und die gucken dann regelmäßig, ob ihr SSHD noch der ist, von dem sie glauben, dass das ist. Und dieses Rootkit, das war so ein bisschen subtiler, das tauscht nicht den SSHD aus, sondern eine Bibliothek davon. Und snifft im Prinzip Passwörter mit von SSH. Oder generell alle Sicherheitscredentials, an die es rankommt. Also wenn ich zum Beispiel Challenge Response Authentication, also Public-Private Key Authentifizierung fahre, dann gibt es nun mal keine Passwörter zum Mitsniffen, aber sollte ich irgendwelche Private Keys auf dem Server liegen haben, dann versucht das Rootkit auch diese Dinge abzugreifen. Und was wir bisher nicht wissen ist, ob diese modifizierte libkey-Utils ob das wirklich nur Passwörter snifft und irgendwo hinschickt oder ob das auch Eigenschaften als Wurm hat oder so, soweit es noch nicht analysiert. Genau, ob es jetzt von außen irgendwie auf den Rechner kommt oder ob da jemand manuellen Zugriff haben muss, das weiß man nicht. Aber es gibt immerhin einen Weg herauszufinden, ob man betroffen ist. Hauptsächlich sind wohl RPM-basierte Systeme betroffen. Genau, also das ist wieder die Sache, die man Benutzern sagen kann. Ihr braucht unter Linux, mit dem Virenscanner unter Linux ist das so ein bisschen anders. Ihr prüft die Checksumme und wenn die stimmt, dann seid ihr nicht befallen. Die Paketmanager haben halt diese Eigenschaft schon drin. Also das ist nicht so, dass man keinen Virenscanner braucht, weil Linux so sicher ist, sondern das Paketsystem ist halt auch eine Eigenschaft, die einfach viele Aufgaben davon übernimmt. Natürlich kann das Paketsystem auch übernommen werden, genauso wie es auch ein Virenscanner könnte. Aber bisher hat man das an diesem Rootkit nicht beobachtet. Wenn sich da was tut, dann kriegen wir das bestimmt raus. Solltet ihr feststellen, dass ihr betroffen seid, tauscht jedenfalls nicht nur den SSHD aus, sondern vor allem ändert eure Passwörter hinterher. Denn die sind dann tatsächlich irgendwo weg, wahrscheinlich über DNS irgendwo hingetunnelt. Das ist auch ganz interessant, wie der das macht, aber lest dazu selber mehr. Genau. Da gibt es noch ein bisschen was, was vielleicht nicht unbedingt ein Sicherheitsproblem ist von dem Programm, also von sudo, sondern vielleicht auch, wie es konfiguriert wurde von den Distributoren. Ja, Leute, ne? Wir haben ja heute so ein richtiges Security-Bulletin hier, oder? Ja, das ist ganz schön. Sudo, ja. Also ich zum Beispiel benutze sudo nicht, weil ich habe ganz am Anfang war ich immer schon sehr skeptisch. Ich habe es aber auf vielen Systemen schon gesehen. Kann ja das auch passieren. Ja, auf vielen Systemen schon gesehen, dass es doch sehr nützlich ist. Es hat ja diese Funktion, dass es dein Passwort irgendwie per Default 5 Minuten lang speichert, also so eine Art Timestamp. Es speichert das Passwort, das Passwort nicht, aber... Es behält Credentials noch 5 Minuten, nachdem ich mein Passwort eingegeben habe. Wenn ich innerhalb dieser 5 Minuten meine Uhr um 30 Jahre zurückstelle, dann behält sie Credentials halt für 30 Jahre. Wird hier als Problem von sudo dargestellt und wurde auch in der aktuellen Version von sudo, die aktuelle Version hatte ihr Verhalten so weit geändert, dass das so einfach nicht mehr geht. Dazu muss man aber noch sagen, es hat schon einen Grund, warum man unter Linux seine Uhr normalerweise nur mit Root-Rechten ändern kann. Und es gibt halt Distributionen, die lassen das den User machen und das führt dann eben... Unter anderem, gerade markiert, unter anderem Ubuntu ist standardmäßig so eingestellt, dass es ermöglicht, die Zeit zu ändern ohne Root-Rechte. Genau. Ohne sudo und in dem Fall, ja. Das ist halt auch so ein bisschen eine Wurzel des Problems, was wir hier haben. Ja. Also in Zeit sollte man möglichst nicht vom User verstellen lassen. Hat hier eine Auswirkung im Zusammenspiel mit sudo, hat noch ganz viele andere schlechte Auswirkungen. Also ob euer sudo jetzt in der aktuellen Version vorliegt oder nicht, lasst den Benutzer das nicht einfach so machen. Stellt einfach eure Rechneruhr richtig, dann hat er keinen Grund mehr. Genau. Und ich hoffe, wir finden in den nächsten News, in der nächsten Episode nicht noch mehr Linux-Probleme oder mehr Lösungen. Wir finden Schauen wir. Die. Wir finden die. Für euch finden wir die, damit ihr rechtzeitig Bescheid weißt. Wisst. Ja. So, und jetzt sind wir beim Test. Wir haben heute mal was gemacht, was wir sonst nicht machen.
Wir haben uns mal ein bisschen vorbereitet, recherchiert. Genau. Ja, wenn ihr bisher Wayland nur aus dem Heise-Forum kennt, habt ihr vielleicht schon ein paar Mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und euch gedacht, oh, was ist denn das? Da kommt jetzt irgendwie, da war was mit Ubuntu, die sagen das jetzt und die sagen jetzt, X ist ihnen so doof und die machen das alles neu und haben es nicht verstanden. Und das war es jedenfalls, was ich vorher dachte. Und ja, da haben wir nochmal hart recherchiert. Ja, es stellt sich heraus, also ich würde letzten Endes Wayland doch eher als Weiterentwicklung von X betrachten, was man unter anderem auch daran erkennt, dass zum Beispiel ein Haufen X-Org oder bisheriger X-Org-Entwickler mit an Wayland arbeiten, also dass das wirklich aus dem X-Org-Code geforkt ist. Da muss man sich dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt Gedanken darüber machen, dass Treiber neu programmiert werden müssen oder wenig davon wirklich genau. Neu gemacht werden muss und keine Befürchtung, auch für die proprietären Treiber wahrscheinlich nicht mal. Das ist richtig, genau. Bei den Proprietären müssen wir sehen, wie es geht. Bisher ist die Integration halt mehr da für die freien Treiber von Intel und ein paar anderen Firmen. Das sieht so aus, dass Wayland ist halt der neue Display-Server. Also wir reden mal weiterhin von Server einfach. Und die benutzen halt immer noch die Input-Treiber, also immer noch diese FDEV-Input-Treiber aus dem Linux-Kernel, die durch Wayland verwaltet werden und an die Applikation weitergegeben werden. Und Wayland greift auch auf die Grafiktreiber aus dem X-Org-Projekt zurück. Also ist das schon mal wenig kritisch. Das wird halt dahinter, die Firmen, die dahinter stecken, sind halt so vor allem eigentlich gerade Red Hat und Intel. Ein paar kleinere. Genau, ganz im Gegensatz, wie wir angenommen haben, Canonical oder so. Genau, also tatsächlich irgendwie die dicken Distributoren, die ziemlich weit den Linux-Desktop vorantreiben. Der Witz ist, es gibt auch schon die erste Distribution, die Wayland nativ einsetzt. Genau, da. Das ist eine kleinere Distribution. Ist ein Live-System, die starten wir jetzt einfach mal. Mhm. Okay, es ist nicht Red Hat, sondern von allen Distributionen, die es gibt, die demonstrieren, ja, es ist Rebecca Black Linux. Wer schon mal was von Hannah Montana Linux oder so gehört hat, ja, es gibt auch ein Rebecca Black Linux. Und ausgerechnet auch an dem werden wir jetzt mal arbeiten, um das zu demonstrieren. Genau. Ist tatsächlich die erste Wayland-Distro. Was natürlich jetzt im virtualisierten Modus nicht geht, ist ein nativer Weston Display Server. Also Weston ist... Genau, kommen wir noch zu. Ja. Und deswegen starte ich jetzt mal den Weston Fullscreen an der X-Org Display Server quasi. Genau, da liegt halt noch ein X so. Unten drunter genau. Und Wayland läuft da drauf. Genau. Genau. Ja, was ist so der Unterschied? Also ich denke, das Auffälligste ist erstmal das native Compositing. Wozu X-Org mal oder wozu X mal designed war, war eigentlich Fenster von Applikationen zu verwalten. Also Applikationen fangen an, irgendwas zu zeichnen und wir haben einen X-Server, der diese Zeichenbefehle entgegennimmt und darauf aufpasst, dass das nur in einem Fenster passiert, dass Fenster sich überlappen können und Applikationen nicht aus Versehen in Fenster zeichnen, die ihnen nicht gehören und sowas. Ja, darum brauchst du dich eine Applikation nicht mehr kümmern. Und X übernimmt an der Stelle Clipping. So, und dann kam diese Sache mit dem Compositing. Und plötzlich konnten Fenster sich überlappen und waren dann und transparent durchscheinend sein und so in Sachen. Und damit wurde das Ganze so ein bisschen schwierig eigentlich, weil das im eigentlichen ursprünglichen X nicht drinsteckte. Es sind halt vor ein paar Jahren diese Compositing Manager dazugekommen und jetzt haben wir das Problem, dass seitdem wir einen X-Server haben, der nebendran mit so einem Compositing Manager kommuniziert, weil das von der Seite rangeflanscht ist. Dann weiß der X-Server nie, wo die Fenster sich gerade auf dem Bildschirm befinden, weil das macht der Compositor eigentlich und so. Also alles ein bisschen krumm. Und deswegen stand eigentlich, dass das war schon, als das angefangen hat in X, war das klar, dass das irgendwie nicht ewig so weitergehen kann und dass das Compositing eigentlich nativ in den Display-Server gehört. Genau, und dann kann man halt noch ein bisschen mehr machen als
bei Fenstern, die sich überlappen? Genau, das ist nicht, genau, das steckt halt nativ in dem Display-Server, dass wir so ein bisschen rumrotieren und dass das alles eine OpenGL-Textur zum Beispiel sein kann, das Fenster. Sieht unheimlich schnell, unheimlich unordentlich aus der Desktop damit. Wie machen die Fenster das? Also eigentlich zeichnen alle Applikationen über Direct Rendering. Das ist das Nächste, was in X schon seit mehreren Jahren der Fall ist, dass wir irgendwie Shared Memory haben zwischen dem X-Server und eine Applikation zeichnet nur noch in den Shared Memory, ist eigentlich schon gang und gäbe. Und die ganzen Vektorfunktionen, die X hat, sowas wie ich rendere Schriftarten auf dem Server oder ich rendere Vektoren auf dem Server, das war halt cool in den 80ern, aber das benutzt eigentlich heute keiner mehr und deswegen ist das zum Beispiel ganz hart rausgeflogen und braucht auch nicht mehr implementiert werden von dem Server, worüber die Entwickler von Wayland ganz glücklich sind. Also sie haben deswegen eben nicht X12 draus gemacht, sondern gesagt, okay, das ist das Ende von X und wir behalten diese Idee, aber wir haben ganz, ganz viel rausgeschmissen, was vorher da war. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel der Window-Manager in den Display-Server mit reinwandert. Also das Nächste, was mit X immer einherging, ist, wenn ich Fensterverwaltung haben wollte, was jedes Desktop-Environment natürlich macht, dann macht eine Applikation ein Fenster auf und dann kommt der Fenster-Manager dazwischen und meint, nee, halt, ich reparente das jetzt. Ich mache ein Fenster drumherum, in dem meine Window-Dekoration und die Schließen- und Vergrößern-Knöpfe und sowas dargestellt werden. Und dann schiebe ich das Fenster der Applikation eigentlich da rein. Und das ist alles ganz haarsträubend. Und deswegen sagt Wayland auch, okay, das machen sie jetzt im Display-Server. Und damit entsteht das so dieses Konzept, dass wir, dass der Display-Manager, der eigentlich die Position von Fenstern und so weiter verwaltet, eine Komponente von unserem Display-Server wird. Kann es dann passieren, dass zum Beispiel bei GNOME ein anderer Window-Manager-Display-Server-Kombination läuft am Ende als bei KDE und dann, dass man eben nicht mehr kompatibel ist? Die Gefahr besteht dann theoretisch, oder? Im Prinzip, genau. Also wir hoffen, dass man keinen Grund haben wird, irgendwie die Implementierungen auseinanderlaufen zu lassen. Aber klar, GNOME benutzt bisher einen eigenen Window-Manager, KDE benutzt einen anderen und die ganzen kleinen Micro-Desktop-Environments benutzen andere Window-Manager. Und die werden in Zukunft eigene Display-Server implementieren. Das ist so die Idee. Die werden dazu Libraries benutzen, die von Wayland bereitgestellt wird. Das ist eigentlich die Denkweise, die sich die Entwickler wünschen, dass Wayland jetzt als Library betrachtet wird. Und ja, dann holt man mit dem Desktop, mit seiner Desktop-Session halt einen neuen Display-Manager hoch. Tut auch nicht weiter weh. Die Grafik-Modus Wechsel und so werden eh mittlerweile vom Kernel übernommen. Das sieht also nicht hässlich aus deswegen, aber ja, jede Desktop-Oberfläche hat dann einen anderen Server und hat im Prinzip die Chance, das Protokoll kaputt zu machen. Apropos Protokoll. Ich habe irgendwie gehört, dass die Netzwerktransparenz im Moment noch nicht so klar ist, was damit passiert, was man da machen wird. Ist noch nicht beschrieben. Ist noch überhaupt nicht überlegt. Genau. Also wir sagen, Applikationen rendern über Shared Memory in den Server rein. Und das für den Server ist letzten Endes jedes Fenster sowas wie eine OpenGL-Textur. Aber was passiert, wenn wir übers Netzwerk rendern wollen, das ist noch nicht klar. Also ich kann weiterhin sagen, ich möchte das X11-Protokoll fahren. Also es ist halt relativ einfach, einen kleinen in einem Fenster so einen X-Server zu haben, der von einem X-Klienten sich Zeichenbefehle holt übers Netzwerk. Was wäre so SSH-X. Ja, genau. Genau, wie du das jetzt bisher machst. Das kannst du eigentlich jetzt schon machen. Also die bisherigen Wayland-Implementierungen sind rückwärtskompatibel zu X11. Ich kann SSH-X machen und mir eine X11-Applikation holen. Problem ist, was mache ich mit einem nativen Wayland-Client? Versuche ich dann irgendwie das Shared Memory, was der hat, also den Speicherbereich zu synchronisieren mit dem Server? Wäre, denke ich, sinnvoll. Steckt im Moment noch gar nicht drin. Die Entwickler wünschen sich das furchtbar gern, dass da jemand mitkommt, aber bisher gibt es das noch nicht.
so eine Applikation von einem Rechner zu einem anderen Rechner mit einer Maus rüberziehen, das wäre schon cool, finde ich. Wenn das das vielleicht bedeutet in Zukunft, je nachdem. Das wäre ja vielleicht ein besseres SSH. Genau, dadurch, ich sagte gerade Buffer synchronisieren, genau. Ja. Und das, was ich zwischen Client und Server machen kann, das ist halt das Ding. Also bei X11 muss ich immer versuchen, wo kommen meine Zeichenbefehle gerade an? Und ich kann nicht so einfach den Datenstrom von dem Client auf einen anderen Server umlenken, weil der Server möglicherweise Grafikkomponenten enthält, die ein anderer Server dann nicht hat. Wenn ich aber sowieso Speicher synchronisiere, dann kann ich mir überlegen, ob ich nicht irgendwann mal anfange, die gerenderten Fenster von meiner Applikation auf einen anderen Wayland-Server zu ziehen oder zwischen Wayland-Servern zu forwarden und computerübergreifend dann meinen Desktop auf mehrere Rechner rüber zu strecken. Genau, ich würde mir auch um Inkompatibilitäten im Display-Server erstmal nicht so eine Gedanken machen. Bisher haben eigentlich Desktop-Environments keinen Grund, tatsächlich auseinanderzulaufen bei der Implementierung von Wayland. Genau, das könnte halt nur einer kommen. Aber also wir können gespannt sein, was da noch passiert, wie viele Jahre das noch dauert. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann zieht euch Rebecca Black Linux rein und fangt an, so ein bisschen amerikanischen Teenie-Pop zu hören. Gibt auch ein paar Beispielanwendungen dann da rein. Ich glaube, Musik habe ich da drauf nicht gefunden. Ich glaube, alles, was wir bisher als nativen Klienten haben, ist ein Terminal, oder? Also eigentlich? Na, da sind noch ein paar. Wir hatten da vorhin so ein schönes ausprobiert hier. Okay, die Demos, ja. Ja, die Demos sind ein paar drauf. Ja, aber zum Arbeiten ist ja eigentlich schon alles da. Genau, und dann gibt es für GTK3 einen Anfang einer Demo. Da kann man halt schon ein paar Sachen gucken. Die Transition wird also relativ schmerzfrei sein, dadurch, dass die GTK-Bibliotheken können mittlerweile gegen Wayland rendern. Qt kann das auch. Ich glaube, für den Mozilla-Kram, also für XUL, gibt es noch nicht so richtig eine Lösung. Und bei LibreOffice müssen wir uns das auch noch überlegen. Aber das Ganze kann halt auf Toolkit-Ebene umgestellt werden. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Applikationen umgeschrieben werden müssen. Gott, sieht das unaufgeräumt aus. Ja, ich soll echt mal meinen Desktop aufräumen. Mhm. Gibt es dafür einen Shortcut? Könnte mal nachgucken. Probiert es aus. Hier oben gibt es noch so einen Hilfe-Button. Und da findet man das. Spaß mit Rebecca Black Linux. Genau. Und demnächst vielleicht Red Hat. Nun zu unserer Fragerunde. Wir haben da ein paar Fragen bei Reddit bekommen, genau genommen eine und zwei per E-Mail. Bei Reddit fragt halt jemand, was CDE ist. Ne? CDE ist. Ja, wir haben es das letzte Mal erwähnt. Also wir haben CDE erwähnt und nicht erwähnt, was es ist. Wir haben das im Zusammenhang mit Benutzeroberflächen erwähnt und es ist halt das Common Desktop Environment. Genau, es halt kommt so aus der Unix-Welt, vielleicht bei Solaris schon mal gesehen. Könnte genau. Auch noch von davor kommen. Und heute könnte man es eigentlich nur noch als Theme für die üblichen Benutzeroberflächen. Genau, hauptsächlich bei einer XFCE-Desktop ist es meistens gleich mit bei, wenn man alle Themes installiert. Genau, dann fragt Dominik per Mail, gibt es noch eine Openbox-Distribution mit einem Ubuntu-Unterbau? Ich würde halt sagen, Lubuntu, so auf die Schnelle nicht. Das ist halt Ubuntu mit LXDE Desktop und LXDE ist wiederum, sind halt Desktop-Widgets, die auf einem Openbox liegen. Insofern kannst du den LXDE-Part weglassen und nur das trockene Openbox betreiben oder halt den ganzen Desktop haben. Also ja, Lubuntu ist so die Richtung, in die ich da jetzt denken würde. Genau, und dann hat er noch eine Frage über sein altes System mit Ubuntu 9.4. Das bootet wohl nicht mehr so schnell. Und nun fragt er halt, wie geht es, dass es wieder schneller wird? Ja, Ubuntu ist halt älter geworden. Im Alter geht es nicht mehr so schnell. Ich weiß wirklich nicht, ob über mehrere Distro-Upgrades hinweg in Ubuntu dann vielleicht doch ein paar Altlasten mehr drin bleiben. Kann ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen gerade.
Natürlich, je mehr Services man nachinstalliert, desto langsamer wird der Bootprozess, okay. Aber so generell, ja, Ubuntu ist eher eine langsame Distribution. Und ich glaube, in nächster Zukunft wird das auch keiner von den Schnellen werden. Insofern, wenn es dir zu langsam ist, dann denke ich, guck eher mal so, was andere Distributionen dir bieten. Also es gibt halt noch die Major-Distros sind eigentlich fast alle schneller als Ubuntu, sowas wie Debian, Fedora. Und wenn du dich ein bisschen weiter reinknien willst, dann probiere ruhig auch eine von den kleinen Distributionen aus. Ja. Genau, wie zum Beispiel Arch, die verwenden Systemd und Systemd ist halt auch schneller als Upstart und ob nun Upstart irgendwann doch mal wieder aufholt, das weiß man halt nicht. Sonst mache ich Ja, aber das Technobabbel nicht. ich möchte auch mal was Konstruktives zu unserer Sendung Genau. beitragen. Ja, nee, was haben wir noch? Sabayan, Luna, Source Mage. Ja, es gibt ein paar tausend. Genau. Und wir haben natürlich auch eine neue Frage für euch, beziehungsweise eine Art Contest. Und zwar, wir möchten von euch Bilder, Screenshots sehen, was ihr mit Wayland gemacht habt. Und ihr könnt dann auch was gewinnen, wenn ihr uns das per Mail sendet. Und zwar haben wir da Ja, so eine und diese Open. schöne OpenSUSE-CD für euch ist OpenSUSE 12.1. Da ist übrigens auch eine LXDE mit drauf, ne? Ja, und wir werden sie für euch, diese CD werden wir für euch handsignieren. Genau, Fängst du an? damit es auch wirklich was von uns ist und nicht nur irgendwas, was ihr Genau. auf irgendeiner Messe bekommen könnt. Ne? Unser Grafiker und Techniker wird auch noch unterschreiben. Diese schöne OpenSUSE-CD könnt ihr gewinnen, wenn ihr eure Adresse unter eurer Antwort schreibt und uns. Beziehungsweise die Adresse dann erst schreibt, wenn ihr wisst, dass ihr die Gewinner seid. Das muss man ja dazu sagen. Das sagen wir in der nächsten Sendung, lösen wir das auf und dann. Könnt ihr auch so rum machen, ja. Ja. Genau. Also wir verschicken es in deutschlandweit. Ist ja nicht so, dass ihr hier leer ausgeht. Ja, das war's von dieser Sendung GNU Funst und wir hoffen, dass ihr wieder Spaß hattet und freut euch bis aufs nächste Mal. Vielleicht auf dem Mikro-Gnus.